Ein weißes Blutkörperchen. In der Fachsprache heißt das T-Zelle mit T-Zellrezeptoren. T-Zellen gibt es überall im Körper. Sie wehren gefährliche Fremdstoffe wie Bakterien oder Viren ab. Die T-Zellrezeptoren dienen als Signalgeber. Wichtig sind die T-Zellrezeptoren, weil sie eben der T-Zelle dann mitteilen, dass ein Fremdstoff vorhanden ist, sodass die T-Zelle dann aktiviert wird und eine Immunantwort gegen diesen Fremdstoff einleitet, um ihn dann zu eliminieren, damit wir nicht krank werden. Die Freiburger Forscher wollen das Funktionsprinzip von T-Zellrezeptoren herausbekommen. Entdeckt haben sie, dass es zwei Zustände gibt, einen geschlossenen und einen offenen Zustand. Zunächst war man der Meinung, dass der Rezeptor genau dann aufklappt, wenn ein Bakterienbruchstück andockt, um so Signale zur Abwehr ins Innere der T-Zelle zu senden. Wir haben jetzt spektakulärerweise gefunden, dass der Rezeptor von alleine aufgehen kann. Es ist also nicht so, dass das Bakterium bindet und dann den Rezeptor öffnet, sondern der Rezeptor geht von alleine auf und nur in der offenen Struktur kann das Bakterium andocken und stabilisiert dadurch diese Struktur, sodass dann viele Rezeptoren offen sind und das Signal aussenden. Die Frage, die sich dann angeschlossen hat, ist, wenn Rezeptoren ja von alleine schon aufgehen können, wieso ist dann die Zelle nicht schon aktiviert, auch ohne Bakterium? Und da haben wir gefunden, dass Cholesterin, also ein wichtiges Lipid in der Zellmembran, dass dieses Cholesterin an den T-Zellrezeptor bindet und ihn geschlossen hält, sodass ohne Bakterium, ohne Fremdstoff, der Rezeptor nicht aufklappen kann und nicht die Zelle aktivieren kann und deswegen nicht die Zelle zum Beispiel Autoimmunkrankheiten auslöst, indem sie einfach anfängt, den Körper anzugreifen, ohne dass ein Fremdstoff vorhanden ist. Wenn die Mechanismen der T-Zellrezeptoren geklärt sind, könnte das im Kampf gegen den Krebs helfen. Ziel ist, die Immunabwehr des Körpers effektiver zu machen. Das Immunsystem ist nicht nur dazu da, Krankheitserreger zu bekämpfen, sondern das Immunsystem kann auch Tumore bekämpfen. Das liegt daran, dass Tumore mutiert sind und deswegen nicht mehr wirklich genau körpereigen sind. Und das können die T-Zellen erkennen. Und in der Tat haben wir uns auch schon solche Gedanken gemacht und haben ein Molekül gefunden, was den T-Zellrezeptor künstlich ein wenig öffnen kann und haben dann in Zellkulturexperimenten gefunden, dass wir so Tumoren zu 100% eliminieren konnten, während ohne diesem Molekül, wo der Rezeptor nur ein bisschen aufgeht, nicht alle Tumorzellen getötet werden konnten. Die Erforschung von T-Zellrezeptoren an der Universität Freiburg ist gut aufgestellt. Dafür sorgen das Exzellenzcluster für biologische Signalstudien und die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Wir sind mit meiner Arbeitsgruppe in Freiburg hervorragend eingebettet, weil ich einerseits meine Abteilung hier an dem BIOS-Exzellenzcluster habe, wo wir sehr gute Anknüpfungspunkte haben an die synthetische Biologie und an Gruppen, die Signalstudien machen. Andererseits bin ich auch Professor an dem Zentrum für chronische Immundefizienz an der Freiburger Uniklinik, wo wir dann den klinischen Aspekt mit in meine eigene Forschung integrieren können.